So, liebe Leute, welcome back. Euer Verbergen ist wieder am Mikrofon. Football Manager 2017 heute. Das erste Pflichtspiel bzw. Auftakt in der zweiten Liga gegen Greuther Fürth. Wir machen auch gleich gar nicht lange rum und gehen direkt rein, würde ich sagen. Wir haben die Mannschaft zusammengestellt. Grob erstmal, es sind noch ein paar Transfers stehen noch aus. Moment, 1, 2, 3, 4. Oh, da fehlt noch einer. Da fehlt noch ein fünfter Platz. Halt, stopp. 4, E5. E6, E7, wir haben doch 7 Einwechslungen. Wen nehmen wir da noch mit? Mucha, sind alle anderen sind auf der Transferliste. Dittgen nicht, alles klar. Den nehme ich noch mit. So, zum Spiel. Ja, es fehlt ein bisschen Kondition und Spielpraxis. Kein Problem, kriegen wir schon hin, werden wir schon im Laufe des Spiels auf die Beine stellen. Also, ich bin mal gespannt. Die machen sich gerade warm, die Spieler. Die tanzen in der Kabine. Hab heute mal ein bisschen lustigere Musik reingebaut. Die letzte war mir doch ein bisschen zu chillig, ein bisschen zu einödig. Jetzt geht's um die Wurst. Hab so ein bisschen Karibik-Flair hier reingebracht. Für die gute Laune. So. Okay, der Gegner. Wie spielt er denn? Moment. Gegnerische Anweisungen fehlen noch. Warum sind wir jetzt... Kommen wir nochmal eins zurück? Ich konnte die gegnerischen Anweisungen nicht einstellen. Gegner? Doch, klar. So, die spielen mit zwei. Also ich werde keine Manndeckung, wir könnten den härter tackeln. Ja, aber ich will auch keine... Hart tackeln sehe ich immer so, dass man ein bisschen Risiko geht. Möchte ich aber nicht. Bolli ist heiß. Der ist nämlich schnell. Alle FIFA-Spieler wissen das. Den drücken wir mal auf den schwachen Fuß. Oh, der Sacharer ist aber auch nicht ohne. Mein lieber Herr Gedankensverein. Den Caligiuri würde ich ganz gerne pressen. Okay. Und Body können wir auch ruhig ein bisschen harter tackeln. Der ist mir nämlich nervig, der Boy da draußen. Alles klar. Als nächstes kommt Teamansprache. Wir fangen ganz standardmäßig an. Ruhig flexibel, finde ich gut. Sind ja da in der Lage, ein bisschen uns zu bewegen. Und ich würde sagen, Auftakt zu Hause auch noch. Liefert für die Fans ein tolles Spiel ab zum Auftakt. Mittelfeld bestimmt. Gute Arbeit ableisten. Die Defensive auch. Saubere Leistung. Okay, viel macht's noch nicht aus. Erstmal spielen lassen die Jungs. Auf geht's. So, da sind wir am Betzenberg. Oder auf dem Betzenberg, ne? Fritz-Walter-Stadion. 1. FC Kaiserslautern. Greuther Fürth. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier heute runterfallen können. Gegner hat Anpfiff oder hat Anstoß mit Sacharer hier, Dokovic. Wie gesagt, wir in Rot, ist ja klar zu Hause. Gegner in Weiß, Grün, ne, so grün gestreift da. Wird interessant. Ersten Zweikämpfe entscheidet Fürth für sich. Der Rischer Schuss und der Weiß ist da, alles klar. Das war der Auftakt, die erste halbe Minute. Eine Minute später haben wir erstmal mit Wijnaldum Einwurf, frei. Rüber zu Bayric, wieder Wijnaldum. Kommt auf den Flügel nach vorne. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Bringt nochmal zurück in den Rückraum. Bayric wieder drüber. Jetzt machen wir aber wirklich hier Harakiri mit den Jungs. Da hat nicht viel gefehlt. Und da wäre Osabe fast rangekommen im Zentrum. Und dann wird es auch gefährlich für den Gegner. Nochmal Wijnaldum. Jetzt ist ein bisschen mehr Platz für ihn. Und da ist die Möglichkeit. Und aus dem Rückraum Bayric schießt nochmal. Versuch nochmal Halfa auch. Meine Güte. Also, das ist ein guter Auftakt. Eine Minute und spielerisch gefällt mir das schon, was ich da sehe. Halfa mit der Ecke. Und Multhaub erstmal. Ruhe reinbringen. Wieder auf die Seite am besten. Über die Flügel. Und im Zentrum. Everton, der Innenverteidiger. Mischt sich da ein bisschen im Spielaufbau mit ein. Und Halfa zieht mal wieder ab. Kurz vorm Strafraum. Müssen wir vielleicht noch eine Anweisung machen in der Halbzeit, dass er ein bisschen weniger schießen soll. Und versuchen soll, geduldig den Ball da reinzubringen. Wijnaldum abseits. Klar, er hinterläuft halt, ne? Den Flügelspieler. Um sich dann eben da auch eine Offensive mit einzubinden.
Ja, wir schießen oft aufs Tor, aber ist in Ordnung. Wir machen mal ganz gemütlich. So, erste Verletzung haben wir. Gauss ist verletzt. Da müssen wir schon die Einwechslung machen. Und das war eine gute Möglichkeit für den Gegner. So, da müssen wir kurz warten. Uiuiuiui. So, Gauss. Geht schon gut los. Stieber haben wir da. Und das früh. Eine halbe Stunde nach Anpfiff. Na, Wahnsinn. Angreifen, ne? Und eine kurze Ansprache für ihn. Ruhig. So. Zeig mir mal, was du drauf hast. Alles klar. Freistoß. Und wieder gegen die Mauer. Sehr schön. Den schießen sie gleich ins Koma hier, ne? Den Gauss. Oh, wie ein Aldum. Jungs, bleibt ruhig. Nicht so aggressiv in die Zweikämpfe. Da kommt die erste Einwechslung. Alles klar. Und Wijnaldum mit dem Einwurf für Stieber. Zentrum, Bajrić. Oh, Mensch. Wieder eine gute Möglichkeit. Sollte man vielleicht echt Anweisungen machen, weniger zu schießen. Geduldig spielen vorne. Sollten wir uns merken dann auch, ne, wie der Spielverlauf ist. Wir müssen jetzt nicht alles zwanghaft umstellen während des Spiels. Zum Auftakt. Oh, da war nichts. Okay. Oh, Ecke doch. Interessant. Und Korani haben wir auch noch auf der Bank. Also wir sind ja noch ein bisschen flexibler, was die Aufstellung angeht. Halfa. Und wieder von hinten Stieber. Und frei mit der gelben Karte vorbelastet. Da verlieren sie den Ball. Da wollten sie jetzt ruhig und geduldig spielen. Wird nichts. Aber gibt Einwurf für uns. Also wir sind hier echt am Drücker, wie ich finde. Das kann ich mal ausmachen hier links. Die Aufstellung des Gegners. Die ist übersichtlich. So, Osabe. Ja, Multaub, Osabe. Schuss, das war nicht so schlecht. Sollte man sich aber doch ein bisschen Zeit nehmen, um zu zielen. Osabe in 6,3. Dann fällt es mir auch einfacher, später Korani zu bringen. Halfa. Verliert den Ball. Nee, kann sich noch behaupten. Wieder Bajrić. Im Zentrum. Kein Abseits, oder? Es gibt Ecke. Gottes Willen. Gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Wir sind am Drücker. Wir sind wesentlich stärker. Das müssen wir jetzt beibehalten. Vielleicht noch mit der 1-0-Führung. Nee. Leider nicht, leider nicht. Tun uns im Abschluss noch ein bisschen schwer, aber in der Summe gefällt mir das schon ganz gut, was ich da sehe. Jetzt müssen wir nur nicht in den Konter laufen hier. Nee, das kann kein Konter sein. Dafür ist zu wenig Platz. Bolli, der ist gefährlich. Hart tackeln bitte. Dokovic, Zentrum, viel Platz. Gibt Ecke für den Gegner. 46 Minuten, sind schon ein bisschen drüber. Aber nee, 2 Minuten Nachspielzeit, sagt er, wegen der Einwechslung wahrscheinlich, ne? Gieselmann. Und raus damit. Wunderbar, wunderbar. Der Ball pullert ganz langsam ins Aus. Einwurf, ne, für die Vierter. Alles klar. Super erste Halbzeit, wie ich finde. Das sah sehr gut aus. So, bestimmt. Weiter so, Jungs. Das sah sehr gut aus, wie ich finde. Gefällt mir. Dann würde ich ganz gerne in die Übersicht gehen. Bringen wir schon einen, ja, eine 6,3. Ich denke, da können wir dann wirklich auch einen Korani bringen. Da sind wir uns doch alle einig, ne, dass der jetzt schon mal gleich in die Feuertaufe erlebt. Nehmen wir ihn als Zielspieler im Angriff, das passt. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Und auf geht's, das hat er auch das Verständnis. Korani, gut, interessant, interessante Personalie, teuer im Unterhalt. Aber vielleicht liefert er ja auch die nötigen Tore für uns, ne. Gucken wir doch mal. Die Noten waren gut. Wie gesagt, wir waren echt am Drücker in der ersten Halbzeit. Gefällt mir sehr gut. Ah, Wijnaldum da gegen Bolli. Das ist schwierig. Jetzt ist viel Platz da auf dem rechten Flügel. Weil wir hinterlaufen. Da kommt nochmal einer. Das ist Glück. Glück. Glück für die Lautra, dass wir jetzt nicht zurückliegen. Weil das war ein richtig starker Angriff. Der Vierter. Ecke für uns. Der ist im Zentrum. Keiner. Korani jetzt aus dem Rückraum. Kann er den irgendwie nochmal reinbringen? Jo, lang und weit und da ist das Ding. Stieber, 1-0. Stieber, die Einwechslung. Zollt an Stieber für Gauss, der leider verletzt raus musste. 1-0 nach Vorlage von Kevin Korani. Also er bringt es denn doch. Gucken wir doch mal. Zack, langer Ball. Und Stieber ist da. Ja, er passt perfekt. Da sieht der Torwart jetzt auch nicht so gut aus. Aber er hat auch einen langen Weg gehabt bis zur Ecke. Sehr schön, hammerhart. Richtig geil, freut mich tierisch. Gelbe Karte noch für Mbene. Zeugt ein bisschen vom Einsatz. Halfa nochmal mit dem Freistoß.
So, Jungs. Nochmal. Halfa. Wieder frei. Jetzt ist ein bisschen kompliziert da an der Ecke, oder? Halfa, Zentrum. Frei, will direkt schießen. Und jetzt wird's gefährlich. Dann muss er ihn auch aufs Tor bringen. Jetzt wird's nämlich richtig gefährlich. Bolli. Und er ist zu schnell für den Rest. Bolli aber weiß es da. Zu unplatziert der Schuss. Alles klar, das haben wir sicher. So, wenn wir noch Einwechslungen tätigen wollen, konzentrieren wir uns mal so ein bisschen auf die 60., wenn nicht sogar 70. Minute. Ansonsten bin ich mit den eingewechselten Jungs sehr zufrieden. Haben wir nur noch eine Einwechslung. Die müssen wir dann auch mal laufen lassen. Wijnaldum auch mit der gelben Karte. Ja, es ist ein schwieriger Gegner da, ne, Bolli. Den musst du erstmal unter Kontrolle kriegen. Zacharia. Ja, es ist ein interessanter Auftakt hier. Caligiuri. Kugan. Dokovic, Wijnaldum. Jetzt wird's gefährlich. Bolli. Schuss. Hui. Glück. Glück für uns. Bisher läuft es sehr gut. Also die Führung ist verdient, meiner Meinung nach, nach der ersten Halbzeit. Wenn wir das jetzt noch so ein bisschen konserviert bekommen in der zweiten. Das ist ein richtig guter Spielverlauf. Kurani hat sich den Ball schön vorgelegt, aber dann doch nicht mit dem Verteidiger gerechnet. Bolli nochmal im Zentrum, frei erobert den Ball. Schnelligkeit ist eben halt nicht alles. Man muss auch die nötige technische Raffinesse mitbringen, um hier in der zweiten Liga gegen den ersten FC Kaiserslautern zu bestehen. Stieber bringt das nämlich mit einer schönen Sololauf, eine schöne Flanke. Aber dann im Zentrum war leider keiner, der das verwerten konnte. Wijnaldum nochmal im Zentrum, drüber zu Halfa. Halfa, Kurani ist da. Und dann können sie nur mit Mühe und Not den Ball abwehren. Und da kommt der Schuss. Und Milic ist da und hält den Ball. Meine Güte, was ein Auftakt. Hätte ich ja gar nicht erwartet, dass ich so viel zu kommentieren habe. Aber die Moral ist klasse der Mannschaft. Vene, ja, das muss ein bisschen, wenn er klären will, muss das ein bisschen sauberer laufen. 72. Minute. Wir gucken gleich mal, dass wir einen gelb belasteten Spieler mal rausnehmen. Geißelmann, Freis! Boah, 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 boah. In Ordnung. Teamansprache. Ruhig von der Seite, würde ich sagen. Konzentration, Jungs. Weil die sehen auch sehr nervös aus. Und dann werden wir gleich noch bestätigen, dass wir, zack, einen vorbelasteten. Na wenn, dann müssen wir einen Verteidiger nehmen. Aber da haben wir jetzt nichts. Da haben wir ja keine Verteidiger mehr. Shit. Das ist natürlich bitter. Dann nehmen wir den Ziegler haben wir doch. Der Ziegler kann das doch. Der kann doch rechts ein bisschen spielen. Nehmen wir das für Mvene. Außenverteidiger. Unterstützend. Interessant. So. Gucken wir doch mal, was die nächsten oder die letzten 15 Minuten bringen. Nochmal vielleicht eine Möglichkeit für uns. Da langer Abschlag von Milic. Das ist Wijnaldum. Starke Balleroberung. Kurani wieder auf dem Flügel. Wieder zu Wijnaldum. Er bleibt halt weiter in der Offensive. Sie wollen es halt wissen. Wir bleiben dran. Das finde ich gut. Das ist auch schlecht. Das wird auch gefährlich. Da ist Tripic auf der rechten Seite. Wo ist der Bolli hin? Der ist weg. Und die machen so viel Platz da hinten. Das kommt dadurch, dass wir unsere Verteidiger aufrücken lassen. In dem Fall eben Wijnaldum. Das sollten wir vielleicht überdenken. Es bringt natürlich die nötige offensive Kraft, aber zeigt auch hier und da Schwächen, dass die Außenspieler eben durchmarschieren können. Ne? Wenn wir da den richtigen erwischen, ist das Ding auch drin. Halfa, Bajric. Nochmal langer Feger für Kurani, der war nicht mal abseits gestanden. Meine Güte. Nicht schlecht. So, jetzt sind die letzten Minuten angebrochen. Jetzt merkt man natürlich auch schon so ein bisschen die konditionelle Schwäche bei uns. Ob der Gegner da besser aufgestellt ist, weiß ich nicht. Es wird nochmal gefährlich, abgefälscht. Multaub ist da. Schießt den Ball raus, das ist richtig. Befreiungsschlag. Erstmal raus mit der Pille. Sehr schön. Wir haben noch 2,5, 3 Minuten vielleicht. Ich denke mal, länger als 1, 2 Minuten Nachspielzeit wird es nicht geben. 2 Minuten, sagt er. Das ist nochmal ein Freistoß für Halfa. Macht er was draus? Gucken wir doch mal. Ne. Das reicht nicht ganz. Und da haben wir Wijnaldum. Bin immer dran, drauf und dran zu sagen, Jorginho, aber es ist sein kleiner Bruder. Gilardino, ne? Muss ich gerade überlegen. Wie heißt er denn? So, Kurani, Bajric nochmal auf dem Flügel. Wieder Wijnaldum.
Und Stieber nochmal ins Zentrum. Halfa sucht sich da eine richtige Schussposition. Hat auch eine gefunden, aber der Schuss, der dann rauskam, war ein bisschen unplatziert. Beziehungsweise direkt auf den Keeper. Kommen wir nochmal ran. Halfa nochmal. Jetzt der Konter. Wunderbar. Über Multhaub. Der ist da im Zentrum. Der muss den Ball nur zurücklegen. Und dann kommt er fast an den Ball. Meine Güte. Viel hat doch nicht gefehlt jetzt da in diesem Abschnitt. Jetzt wird es nochmal gefährlich. Das ist der Konter. Berisha. Nochmal. Nein. In der 91. Minute. Ich werde nicht. Der Ausgleich für die Fürther. Oh, das ist ja ärgerlich. So gut gespielt. Und dann doch zum Schluss fehlt dann die Konzentration, die Fitness, die Wachheit und vielleicht auch so ein bisschen die Spielintelligenz. Und da müssen wir den Ausgleich hinnehmen. Ärgerlich, sehr ärgerlich. So viel Mühe gegeben, 91 Minuten und dann fällt sowas. Wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht noch den letzten Punkt herschenken. Ärgerlich. Das war natürlich jetzt hart. Gazula, da kommt nochmal eine Möglichkeit für Tripitz. Jungs, haut den Ball raus. Spielende. Meine Güte, schade, was ein Auftakt. Viele gute Aspekte gesehen, aber auch ein paar schwierige, die noch nicht ganz so gut liefen. Also was sehr auffällig war, war die Außenbahn. Die war nicht wirklich stabil. Das ist dann in der Rückwärtsbewegung einfach schwierig. Die Leistung war enttäuschend, finde ich nicht. Ich würde sagen, ruhig für den Auftakt. Es gibt einige positive Aspekte, das sage ich. So müssen wir auch, wir müssen auch die Mannschaft nicht gleich verunsichern zum Auftakt. Wir werden das einfach mal analysieren und versuchen besser zu machen. Sehr schön, interessante Geschichte. Es war ausgeglichen und somit ist dann auch das Ergebnis gerecht, meiner Meinung nach. Viele Fouls, das müssen wir versuchen zu unterbinden, da müssen wir ein bisschen Ruhe reinkriegen. Es hat, haben noch keine Mannschaften gespielt. Nee, das wird noch interessant. Natürlich können wir den dritten Platz mit einem Punkt nicht behaupten, das ist natürlich klar. Interessante Variante, Spieltag verlassen, da sitzen wir nun. Lauda mit spätem Gegentor, leider, da hat ein bisschen die Fitness gefehlt, ein bisschen die Wachheit, ne? Ist schade. 12 Tage verletzt, Zwickaus. Stieber feiert sein, Laudern Debüt, interessant. In Ordnung, Stuttgart gewinnt 2-0 gegen Bochum. Und McLaren im Fritz-Walter-Stadion entdeckt. Wer? Welcher McLaren? Wer ist denn das? Ach so, Derby County. Interessant, Wutschow will er haben. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Schöne Sache. interessant. Müssen wir weiter dran arbeiten. Ein bisschen uns taktisch, glaube ich, umorientieren sollten wir. Wir werden das mit dem Mitspiel hinterlaufen unterbinden. Wir werden versuchen, hinten zu bleiben. Wir werden das geduldige Spiel mit reinnehmen. Wir haben zu viele Schüsse, die daneben gingen. Diszipliniert spielen finde ich ganz wichtig. Und wir werden versuchen, das wir mal verhindern hier. Und im Duell auf dem Bein bleiben, ne? Defensivlinie fand ich in Ordnung. Ja, das war gut. Wie haut den Ball in den 16er, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Dafür haben wir doch ein bisschen zu viel Qualität in der Offensive. Schöne Sache. Durch die Mitte weiß ich jetzt nicht. Können wir so ein bisschen umbauen ab und zu. Ansonsten war das doch schon in Ordnung. Das müssen wir noch ein bisschen analysieren. Und schauen, was jetzt die Veränderung gebracht hat. Wir waren zu anfällig, fand ich, hinten. Hinten waren wir zu anfällig auf den Außenbahnen. Da konnten wir froh sein eigentlich, dass es noch 1-1 ausging. Da waren schon Möglichkeiten für die Gegner. Müssen wir ganz klar festhalten. So, ansonsten zufrieden. Auftakt ist geglückt, naja, mit ein bisschen Pech. Man hätte auch einen Heimsieg feiern können, aber ansonsten ist es doch halb so wild. Wir sehen uns. Nächste Folge geht's weiter. Da rücken wir dann gleich mal zum nächsten Spieltag. Wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir so viele Spieler abgeben wollen, dass wir alternative Spieler finden und einstellen. Gerade im Zentrum sollten wir noch mal ein bisschen analysieren und scouten. Da ist ja noch ein bisschen was offen. Aue kommt jetzt. Die sollten wir schlagen. Das sollte dann machbar sein für uns. Zimrod war jetzt Berishas Tor zu würdigen. Interessant. Das ist unser, ja. War gut gemacht von ihm, ja. Und vor allem spät, ne? In Anbetracht des Geständnisses von Derby County Trainer am Interesse an einer Pflichtung von Stipe Wutschuhe. Wie denken Sie augenblicklich über die Situation? Ich hege viel Respekt für Steve, aber Stipe steht nicht zum Verkauf. Oh ja. Ich habe viel Zeit für Steve, so sieht's aus.
Hilft eine gute Beziehung zu einem anderen Trainer in diesen Fällen? Sind Transfers einfacher, mit jemandem zu arrangieren, dem sie vertrauen können? Natürlich. So, wir machen noch ein bisschen weiter. Nochmal einen Klick hier, um zu gucken, was für Nachrichten reinkommen. Transfergerüchte, keine Angebote für zwei Spieler. Mucha und Pich, kommt nichts rein. Vielleicht zu teuer, vielleicht zu teuer. Vereinen anbieten, was habe ich vorgefordert? 300.000. Wenn der Vertrag ausläuft, werden wir uns mal auf 250.000 Euro festlegen. Versuchen wir es auf Biegen und Brechen. Er verdient halt zu viel. 400.000 Gehalt für die Qualität ist halt zu viel. Da gehe ich auf 200.000. Der hat ja mehr Gehalt, als er wert ist. Das wird noch interessant. Nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao.